Willkommen an unserer Südflanke hier und diesem einsamen, schweren Streitwagen, der gegen Indien versucht, die Stellung zu halten, an dieser Enge hier zwischen den beiden Hügeln oder Bergen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Splinter und Civilization 6 hier auf YouTube. Wir haben zwei Probleme, nämlich die Inder und die Engländer, die uns beide denunziert haben. Beide sind, zumindest die Inder, sehr involviert in Kriege. Wir schauen uns das hier nochmal kurz an. Hat ein Problem mit Brasilien. Brasilien hat übrigens ein Problem auch mit Frankreich. Insofern der G10-Gipfel hier in vollem Gange. Hoffen, dass wir da einigermaßen gut durchkommen. Aber die Frage, die sich stellt, ist, soll dieser schwere Streitwagen mal für 320 Gold auf befreundetem Gebiet, also hier in Baltimore, zu einem Ritter befördert werden? Und ich denke, das werden wir nun angehen. Denn das ist mir hier alles ein bisschen zu jauche. Wir können relativ weit gucken, dankenswerterweise, denn Vilnius ist ja unser Stadtstaat hier, der die ganze Chose aufrechterhält. Sorgt allerdings auch für gute Abschreckung. Wir haben hier Musketiere, die wirklich Druck aufbauen und auch einen Schwertkämpfer. Also wenn wir hier das Militär ausheben wollen würden, es ist eine knappe Kiste, dann bräuchten wir 850 Gold und ich weiß noch nicht, wann wir dies eventuell ziehen müssen. Insofern lasse ich den Streitwagen hier doch nochmal schnell stehen. Sollte relativ zügig möglich sein. In zwei Runden wäre auch der Krieger hier drüben, den wir übrigens für 410 Gold auch zu einem Musketier verbessern könnten. Und insofern lassen wir auch das an der Stelle mal sein. Unser Reiter hier oben wird sehr zeitnah dieses Feld hoffentlich bekommen und dann eine weitere Einheit in unser Gebiet mit eingliedern. Insofern lasst uns in die nächste Runde starten. Viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's. Die Boote von England sind nicht wirklich eine Bedrohung für uns, zumindest nicht momentan. Sondersitzung des Weltkongresses hat mit uns nichts zu tun. Wir kennen übrigens drei Zivilisationen noch nicht. Ich glaube, viele davon hier im Westen. Hilfsanforderungen, mit der wir nichts zu tun haben. Das ist natürlich ärgerlich. So, wir haben bekommen eine große Persönlichkeit, nämlich einen weiteren großen Händler. Nehmen wir gerne hinzu. Das ist die dritte mittlerweile. Große Persönlichkeit gibt einen Zeitalterpunkt. Wir haben Quecksilber wieder zu verhökern, allerdings nicht wirklich gut, denn nur mit Vereinbarung. Die Frage ist, warum geht das über das schnelle Symbol nicht? Hier steht auch irgendwo Peter der Zweite. Nee, sie würden mir nichts geben. Okay, dann hat das doch seine Richtigkeit. Annehmlichkeiten benötigt in Atlanta. Da wissen wir drüber Bescheid. Spätestens seit der letzten Folge. Wohnraumprobleme allenthalben. Können wir hier nicht lösen? Können wir in Detroit potenziell lösen? Lassen wir aber noch ein bisschen was zu. Und in wow, in San Francisco auch schon wieder. Das ist natürlich ärgerlich, aber die Stadt wächst halt wahnsinnig schnell. Das müssen wir mal tatsächlich abwarten. Punktorientierter Wettkampf hat begonnen. Wir können allerdings nicht dran teilhaben und das ist schon ein bisschen ärgerlich. Das heißt, wir haben damit nichts zu tun und bekommen da auch keine diplomatischen Siegpunkte oder ähnliches. Und so, schauen nun nach Atlanta. Das Monument ist fertig und wir können potenziell einen Theaterplatzbezirk bauen. Müssen dafür eine Runde Gold hier quasi in die Hand nehmen, um plus 5er Campus auf Dauer zu ermöglichen. Und das Campus, Theaterplatzbezirk zu ermöglichen und werden das auch entsprechend hier tun. Der nächste große Händler macht sich hier mal gemütlich, denn wir warten tatsächlich weiterhin auf die Kooperation. Wir bräuchten übrigens zwei Banken hier für den Boost. Aufklärungsausrichtung, wann kommt die eigentlich? Ah, es dauert auch noch ein bisschen. Wir gehen jetzt hier über den Kolonialismus zur Naturgeschichte. Und dann ist es soweit. Wir können hier relativ unbedrängt diese eine Einheit abgreifen. Sehr gut. Die ist jetzt hier. Und das ist ein Ritter, den wir bekommen. Wow. Und damit werden wir auf jeden Fall hier hochreiten. Denn das macht die Lage hier oben handelbar. Und der Ritter ist auch sehr, sehr gut für weitere Aktionen hier unten. Ich bin da sehr froh drüber. Eine gute Einheit also bekommen. Wirklich, wirklich gut für uns gelaufen.
Hier haben wir Missionar. San Francisco wird jetzt noch entsprechend zum heiligen Splitter, zum goldenen Splitter hier entsprechend bekehrt. Und dann sehen wir, oh, Cincinnati und Boston haben Probleme diesbezüglich. Dann sollten wir tatsächlich in Washington nochmal einen Missionar losschicken. Der dann hier in Cincinnati bekehrt. Das ist eine durchaus knappe Geschichte, insofern sollten wir die Stadt relativ schnell zurückbekommen. Aber aufgrund unserer Religion, wir schauen uns das hier gerne nochmal an, und der Arbeitsethik, Glauben, Nachbarschaftsboni geben auch Produktion hinzu. Wir haben hier einen Heiligen Städtenbezirk von 8. Und das ist natürlich Wahnsinn. Wir gucken uns das nochmal in Cincinnati an und bekämen dadurch dann auch entsprechend 8 Produktion. Und die brauchen wir auf jeden Fall, um hier Archäologisches Museum als nächstes sehr zeitnah errichten zu können. Eine Galeere hier, das hatten wir gesehen. Die macht uns erstmal keine Sorgen. Gucken, was... Oh, ja, da kommt der Landsknecht. Und da bricht ein Vulkan aus. Zunächst einmal Baltimore, das ist der... Okay, es überschlägt sich gerade. Erstmal der Zeitalterpunkt. Kolonialismus. Die gewaltsame Verbreitung der Vernunft. Aber wer verbreitet sie unter denen, die kolonisieren? Wir gucken, ob wir die Politik ändern. Kämen durch Raj hier 4 Gold, 4 Kultur, 4 Glauben und 4 Wissenschaft. Tatsächlich gut, anstatt dem charismatischen Anführer. Wechseln wir hier an der Stelle mal durch. Lassen die Produktion für die Wunder momentan nämlich drin und die Schrift auf jeden Fall. So, und hier ist der Haleakala ausgebrochen. Der sorgt natürlich für extrem gute Felder. Allerdings auch für ein bisschen Demolierung, nämlich hier beim Eisenvorkommen. Und mal gerade gucken, ob in der Stadt sonst was kaputt gegangen ist, was wir reparieren könnten. Nein. Dann ist eventuell eine Modernisierung hier weggeflogen. Das müssen wir so hinnehmen. Wir haben wieder die Möglichkeit, die Vereinbarung zu treffen und wir bekommen weiterhin dieses Literaturwerk angeboten. Wir nehmen das jetzt an der Stelle mal an. In 30 Runden haben wir das dann wieder zur Verfügung. Oh, und wir können Trüffel erhalten. Wir haben aber schon Trüffel. Das ist wirklich blöd. Das würde uns also nicht wirklich weiterhelfen, um die Annehmlichkeiten zu verbessern. Stadtstartquest bedeutet hier Metallguss. Sollen wir den Boost für auslösen? Dafür benötigen wir 2 Armbrustschützen. Das ist nicht in der Verlosung. Rapa Nui fordert ein Industriegebiet. Das können wir zu gegebener Zeit auf jeden Fall erreichen. Wir haben ein normales Zeitalter erreicht und die Inder ein dunkles. Das ist schon mal sehr gut. Brasilien und Äthiopien auch. Alle anderen ein normales. Und jetzt ist die Frage, welche Widmung? Die Monumentalität hat uns eigentlich ganz gut weitergeholfen. Wir sind auch weiterhin dran, Spezialbezirke zu bauen. Hicks und Drakon, es gewährt 3 Zeitalterpunkte jedes Mal, wenn wir auf einem neuen Kontinent oder ein Naturwunder entdecken. 1 Zeitalterpunkt, wenn ihr eine nicht-barbarische Marineeinheit im Kampf besiegt. Auch da nicht wirklich so sinnvoll für uns momentan. Wir haben viele Kontinente, die wir aktuell begehen können, gefunden und Naturwunder dürften auch aufgedeckt sein. Handelsweg abschließend, wir bleiben bei der Monumentalität. Haben 2 Gesandte zur Verfügung und jetzt wird wahr, was hier wahr werden muss. Mohenjo-Daro, Moment, wie lange braucht Armani noch? Eine Runde. Dann stellt sich tatsächlich die Frage, ob wir in Caguana einmal einsetzen. Ja, wir werden, ach, wobei, dann könnten wir einen Doppelten nehmen. Dafür müssen wir aber noch warten, weil wir die Regierungsform wieder ändern müssten. Ne, wir setzen jetzt hier einen rein und bekommen dann zumindest Kultur in der Hauptstadt und in jedem Amphitheater. Und insofern plus 5 ungefähr hinzu an der Stelle. So, der Missionar hier ist fertig. Und geht mal in die Mitte zurück, damit er dann entsprechend schneller reagieren kann. Hier werden wir uns verschanzen und gucken uns mal die Gesamtlage an. Wow. Wir werden hier sehr defensiv vorgehen. Und
gehen in die nächste Runde und hoffen, das hier oben irgendwie alles auslöschen zu können. Der Landsknecht attackiert die defensiv gestellte Einheit. Bekommt 3 Zelda-Punkte für den Theaterplatzbezirk mit 3 Kultur oder mehr. Das ist natürlich sehr gut. Maschinenbau-Boost. Und jetzt stehen wir hier wirklich sehr, sehr kritisch. Verschanzen uns hier, wo es nur geht. Gucken gerade auf die Fortbewegung. Das Problem ist, von hier können uns noch alle Einheiten erreichen. Wir gehen also noch eins defensiver. Und heilen hier aus und verschanzen uns. Ein Gesandter in Laventa hinzubekommen. Maschinenbau ist da. Annehmlichkeiten sind klar. Die Zeitalterpunkte hatten wir gesehen. Und dann ist in Washington der Theaterplatzbezirk fertig. Amphitheater hinzu gibt hier plus 6 Kultur. Das ist sehr, sehr viel. Und noch ein hinzu, weil wir ja den ersten Gesandten, wir hatten das eben gesagt, in Caguana eingesetzt hatten. Weil plus 1 Kultur in jedem Amphitheater dann. Lohnt sich also direkt. In Los Angeles sind die Stadtmauern fertig. Das ist gut. Und ich überlege, hier noch eine Einheit hinzusetzen. In 4 Runden hätten wir potenziell zumindest einen Reiter. Ansonsten sind wir hier ein bisschen aufgeschmissen, was Los Angeles anbelangt. Die Gurdwara ist natürlich auch sinnvoll und wir glauben, damit wahrscheinlich am besten zurechtzukommen. Wir verschanzen uns weiter hier oben vor den Landsknechten. Ich hoffe, dass der eine angreift und der andere nicht hindurchkommt. Und gehen in die nächste Runde und gucken, wie sie sich positionieren werden. Wir werden... Wow, das sind 3 Landsknechte. Ein Zahler der Punkt für die erste Technologie der Zivilisation. Bauwesen. Behauptungen, die nicht getestet werden können, Feststellungen, die immun gegen Widerlegung sind, sind wahrheitsgemäß wertlos. Egal, welchen Wert sie für unsere Inspiration oder Ehrfurcht haben mögen. Eine Nahrung durch Plantagenmodernisierung hinzu, durch die Wissenschaftstheorie, das ist sehr angenehm. Wir haben einige Plantagen. Und hier oben können wir uns befördern. Das ist schon mal gut. Wir nehmen Kampfstärke gegen Kavallerieabwehr. Oder aber Kampfstärke beim Angriff von Fernkampf- und Belagerungseinheiten. Die Frage ist, was ist der Landsknecht? Hilft uns das hier eventuell direkt weiter? Der Landsknecht ist eine Nahkampfeinheit. Ganz primitiv. Und insofern... Boah. Gehen wir über den Renner, sind wir hier wieder voll fit und können uns hier verschanzen. Hoffen defensiv auf Lösung dieses Konfliktes hier. Frage ist, wie viel bekommen wir für Salpeter hinzu? 99 Gold, das ist nicht wirklich viel. Annehmlichkeiten werden benötigt, Wohnraum wird benötigt. Zeitalterpunkte sammeln wir gut zu Beginn hier. Bauwesen. Pyramiden sind abgeschlossen. So, wir haben das Versprechen nicht in der Nähe siedeln gegenüber dem Indischen Reich erfüllt. Hilft uns das irgendwie weiter? Plus 2 unbekannter Grund. Wir wissen über den halt auch irgendwie gar nichts. Könnte sein, muss nicht sein. 2 Gesandte zur Verfügung. Wir könnten hier in Laventa auf 3 hochgehen. Das hilft uns wahrscheinlich. Wir sind bei 96,7 momentan plus. Und jetzt sind wir bei 100,3 Glauben pro Runde. Und lassen uns einen noch übrig, der hilft uns hier an keiner Stelle wirklich weiter. Charleston hat das Diplomatenviertel nun und ein Konsulat gibt 2 Einflusspunkte pro Runde, 4 Gold und 6 Kultur. Und da muss ich sagen, das Konsulat ist hier tatsächlich die erste Wahl, weil in 10 Runden kommt der nächste Bürger, in 11 Runden sind wir hier entsprechend fertig. Passt soweit also ganz gut. Gucken mal, ob sich an den Einheiten was getan hat. Der Bogenschütze steht hier gut, das ist alles in Ordnung. Die Musketiere könnten hier noch ein bisschen mehr aufdecken, aber ich denke, das passt auch soweit alles. Hier müssen wir einen Handwerker ordern. Leider über Gold
um die Felder zu modernisieren. Beziehungsweise zu reparieren. Wir gehen in die nächste Runde. Ah nein, wir missionieren zuerst Cincinnati. Und gucken dann, was hier oben natürlich an der markanten Stelle passiert. Und es sind immer natürlich die aktiven Einheiten hier, die, beziehungsweise die noch fitten Einheiten, die hier aktiv werden, greifen hier einmal an. Das können wir uns erlauben. Da allerdings nicht und verschanzen uns wieder. So, der goldene Splitter hier wieder in Cincinnati vorherrschend. Und dann geht es nun noch nach Boston, um dort wieder aktiv zu werden. Und die richtige Religion zu haben. Der Metallguss hier als nächstes, bevor es zum Wirtschaftswesen kommt und die Kooperationen möglich werden, freue ich mich schon wahnsinnig drauf, denn dann bekommen wir hier wirklich wahnsinnig gute Felder hinzu an den möglichen Stellen. Gehen in die nächste Runde. 3 Jahren hat Chandragupta den Krieg erklärt. Das ist gut für uns. Diese Einheiten werden also durchaus gebunden. Boah, und hier ist es wirklich plumpestes Abwarten, wie sich die Situation hier entwickelt. Und zwar defensiv. Alhambra ist abgeschlossen. So, wie gesagt, Trajan und Chandragupta. Er hat 2 Kriege am Laufen. Trajan den einen. Brasilien immerhin noch 2. So, wir reparieren hier die Eisenmine. Und werden hier das Vieh abernten. Und ansonsten ist momentan nicht viel zu tun. Wir warten vor allen Dingen auf Tempel der Artemis. Wir warten vor allen Dingen auf Mausoleum von Halikarnassos. Und das wird alles zu gegebener Zeit jetzt hier entsprechend entstehen. Bin schon sehr gespannt darauf. Der Missionar könnte hier drüben ein bisschen helfen. Der zieht also quasi durch. Und dann schauen wir, wie viele Einheiten sich jetzt noch trauen, hier oben unsere beiden berittenen Einheiten zu attackieren. Wir werden nur einmal attackiert. Und schauen uns hier oben mal genauer um. Flüchten also quasi aufs Meer. Das Problem ist, hier greift uns niemand an. Er ist verschanzt. Und wenn wir hier drauf gehen, können wir zumindest noch angreifen von oben runter. Hier habe ich uns jetzt natürlich den Pin weggenommen. Das war ein Theaterplatzbezirk. Und dann missionieren wir Boston. Dauert allerdings noch ein gutes Stück weit. Gehen in die nächste Runde. Oh, und jetzt der Rückzug hier von allen. Als Einheiten. Ich das Haus der Artemis auf den Wolken thronend sah, verloren diese anderen Wunder ihren Glanz. Und ich sagte, abgesehen vom Olymp, hat die Sonne nie auf etwas so Großartiges herabgesehen. Und da haben wir es. Tempel der Artemis ist gebaut. Sehr schön. Das Wunder steht und bietet uns Annehmlichkeiten, sodass wir zumindest pari sind. Das ist schon mal ein Anfang. Und dann gehen wir nun weiter aufs Handelszentrum und errichten dieses. Greifen hier den Schwertkämpfer an. Und damit ist die Beförderung verfügbar. Das ist schon mal sehr gut. Hier ist das Dorf. Wow, das ist auch echt am letzten Zipfel gelegen. So, hier gibt es nun Nahrung für, mal gerade wem gehört dieses Feld, Baltimore. Durchaus sinnig, hier entsprechend die Nahrung für zu bekommen. Ihr seht das jetzt, wir haben hier
11 Runden bis zum nächsten Bürger und durch diese Aberntung sind es nun 7 und in 19 Runden schon der 8. Dieser Handwerker hat hier entsprechend also seine Arbeit schon mal gut getan. Die Frage ist, Reis oder Weizen, was wird hier entsprechend jetzt modernisiert durch uns? Können auch hier an dem Vulkan etwas errichten? Ja, ich glaube, wir gehen erstmal auf die Reisressource. 3 Zeitpunkte für Tempel der Artemis. Warum? Es wurde fertiggestellt, obwohl aus einem vergangenen Zeitalter, zeigt es dennoch unsere Erhabenheit gegenüber anderen Zivilisationen. Sehr gut. Und in Cincinnati ist schon wieder alles ausgeglichen. Insofern können wir gerade weiter missionieren. Denn hier brauchen wir definitiv den Bonus auf den Glaubens- und Heilige Städtenbezirk, um schneller die Gebäude zu errichten, wegen der Arbeitsethik, die wir als Religionsgrundsatz hier gewählt haben. Gucken, wie sich die Lage hier oben jetzt einpendelt. Könnten hier hinter den Speerkämpfer kommen. Das ist eine gute Idee, um hier eventuell auf die Landzunge zu kommen mit dem Reiter. Und werden hier jetzt erstmal ausheilen. Gegen verschanzte Verteidiger nehmen wir auf jeden Fall gerne den Bonus hinzu. Die Galeere ist uns bekannt. Und dann ist das Amphitheater in Washington durch. Das ist sehr gut. Wir haben die Möglichkeit, durch 2 Banken das Wirtschaftswesen zu pushen. Das heißt, in 10 Runden, aber das wird alles auch knapp. Ich weiß nicht, wo wir die zweite Bank so schnell herbekommen sollen. Dann ist die Frage tatsächlich, in 2 Runden das Monument gerade zwischenschieben, ist erstmal plausibel. Gehen hier mit rüber. Und schauen gerne in die nächste Runde. Und da bin ich jetzt natürlich gespannt, wie wir hier hinter den Speerkämpfer und dieses Barbarenlager kommen. Ja, nämlich gar nicht. Hier ist noch eine Bogenschützeneinheit. Solange du nicht an seiner Schmiede standest und mit seinem Hammer gearbeitet hast. Ja, so weit, so blöd. Kommen wir nicht wirklich gut hin. Gucken hier zumindest mal. Wow, das sind echt viele Einheiten. Und der Bogenschütze erwischt uns jetzt auch. Das ist wirklich blöd. So, und können hier die Militärwissenschaft entsprechend freischalten, dadurch, dass wir hier aktiv geworden sind. Und werden nun nach und nach wahrscheinlich die Einheiten hier ausschalten. Wir bekommen wirklich nicht viel Gold hier für Salpeter. Das ist eigentlich sogar gar nichts. Pferde bekommen wir gar nicht mehr los und Eisen auch nur noch sehr bedingt. Also Salpeter scheint kein Problem für die anderen Zivilisationen zu sein, sonst wäre der Kurs hier deutend besser. Und hier ist doch tatsächlich der Bezirk geplündert. Das ist auch selten dämlich. Diese blöde Galeere hier meint es tatsächlich ernst. Die Frage ist, holen wir uns einen Bogenschützen? In 4 Runden wäre das möglich. Oder wir holen uns tatsächlich hier auch eine Quadrime. Die kostet 480. Die Galeere wäre günstiger. Wir versuchen es mit der Galeere auszurichten. Ich bin ja nicht gewillt, irgendwie teuer Geld in die Hand zu nehmen. Die erste Marineeinheit bekommt 2 Zeitalterpunkte. Insofern können wir in der nächsten Runde angreifen. Wohnraum wird benötigt. Wir steigen in die nächste Runde ein. Haben aber zunächst die Möglichkeit, hier noch zu missionieren. Und Boston ist damit immer noch nicht komplett des goldenen Splitters verfallen. Wir werden hier also einen weiteren Missionar benötigen. Und schicken diesen dann dort hinüber. So, wir modernisieren hier für den Wohnraum, insbesondere bei Baltimore, das Reisfeld. Und haben uns damit entschlossen, dass hier der Staudamm gebaut wird, auf der Reisressource, die wir dann abernten können.
Der Bogenschütze sollte uns jetzt wahrscheinlich attackieren. Das ist nicht sehr cool, aber notwendig, so wie wir uns bewegt haben. Wir müssen hier ein bisschen flüchten. Wir werden hier die nächste Einheit ausnehmen. Das ist sehr gut. Und in Washington ist das Monument schon abgeschlossen. Und dann hatten wir es schon gesagt, eigentlich die Bank. Aber wir gehen... Wow, wir können hier echt viel an Wundern auch bauen. Petra wäre immer noch möglich. Gebel Barkal, 6 Eisen pro Runde, 4 Glauben für all eure Städte innerhalb von 6 Geländerfeldern. Problem ist, es ist nur ein Punkt, wo wir es bauen könnten. 6 Geländerfelder, dann hätten wir einmal Washington, dann St. Louis und Cincinnati. Wäre 12 Glauben pro Runde wert. Wir haben die Karte natürlich noch drin mit den Wundern. Aber das Eisen pro Runde können wir so gar nicht gebrauchen. Wir kriegen es auch nicht teuer weg. Weil wenn ich hier 50 Eisen einsetze, bekommen wir dafür gerade mal 10 Gold. Das ist nix. Ich denke, dann sollten wir eher zunächst aufs Kunstmuseum gehen. Respektive aufs Archäologische Museum. Der Missionar hier bewegt sich hinüber und diese Einheit sollte nun die Galeere der Barbaren angreifen. Und dann haben wir das Problem eigentlich gut im Griff. Wir sehen ein Kunstmuseum in New York in der nächsten Runde und hier oben kommen wir so langsam aber sicher voran, auch wenn der Reiter hier schwer gelitten hat. Unser Ritter, den wir dankenswerterweise abgegriffen haben, wird das Ganze hier oben sicherlich auflösen. Das aber in der nächsten Folge. Bis dahin freue ich mich über ein Abo bei YouTube und macht es gut. Bis zum nächsten Mal bei Let's Splinter, Civilization 6 und dem G10-Gipfel. Macht's gut. Ciao, ciao.